Hallo, ich bin Manfred. Ich sehe nicht nur super aus, ich bin auch noch total klug und ich erzähle so wahnsinnig gern. Also, ich bin zwar eine Stoffratte, aber ich kann sprechen. Lobis, das hörst du ja. Und ich bin ab jetzt ein allerbester Freund. Da kannst du gar nichts gegen machen. Okay? Ja, ich glaube, das sieht ganz schön aus. Ach, das habe ich immer gern angehabt. Das ist das mit den blauen Ärmeln. Wollen wir mal sehen. Oh, das ist irgendwie zu klein, ne? Hallo, Leute. Hallo, ihr Lieben. Hier ist wieder euer Moneyline. Ja, und Moneyline macht heute eine Modenschau. Nee, wisst ihr was? Ich hole meine T-Shirts aus dem Schrank und irgendwie, ja, sind die eingelaufen. Das ist ja ganz schön. Das ist das Blaue. Das ist so ganz blau. Das mache ich gerne. Blau ist eine schöne Farbe. Und so mit Weiß und Grün und so. Ja, wollen wir mal gucken, ne? Das ist super. Sehe ich so super. Ach, was sage ich? Fantastisch drin aus. Ich meine, ich sehe sowieso super aus. Aber in diesem T-Shirt. Ein Traum. Ja, Tilly sagt immer, man braucht Selbstbewusstsein. Ja, habe ich. Kein Problem. Er sagte immer, ich habe zu viel davon. Kann man doch gar nicht haben. Ich bin gut so, wie ich bin. So, das muss ich mir nur oft genug sagen. So, und ich sehe super aus in meinen T-Shirts. Oh, die sind so schön. Die macht immer Oma Renate und auch Annika und so für mich. Und dann kann ich mir die mal ausdenken und dann nehme ich ein Blatt Papier und dann zeichne ich, wie ich das nächste T-Shirt haben will. So mit den Farben und ob da nun blau oder gelb oder ein M drauf soll für Manfred oder eine 1 für Nummer 1 und so. Finde ich so ein klasse. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht mal ein T-Shirt mit einer kleinen Krone drauf habe. Da hat Annika gesagt, das macht so viel Arbeit, das kann ich alleine sticken, wenn ich will. Sie zeigt mir gerne, wie man Pailletten stickt, hat sie gesagt. Aber den Rest machst du. Du kleiner Eumel. Jetzt bin ich dabei, rauszukriegen, was ein Eumel ist. Aber ich glaube, sie meinte das liebevoll, denn sie hat mich geknuddelt. Ja, ach, das mit den Klamotten ist ja sowieso... Oh, Entschuldigung, Hannelore. Meine allerliebste Freundin Hannelore hat mir beigebracht, dass Klamotten nicht gut ist. Es heißt Kleidung. Und da hat sie vollkommen recht. Klamotten ist so... ne? So... 15 Stapel alte T-Shirts. So. Und da hat sie recht, das ist nicht gut. Also Kleidung, das ist richtig. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich im Moment dabei, die anzuprobieren. Ja, und ich merke irgendwie, die sind zum Teil zu klein. Da muss ich Tilly nachher mal fragen. Ja, jetzt sehe ich mal zu. Und jetzt erstmal wieder aufziehen. Das ist schön. Das schmeiße ich mal auf den Haufen. Dann nehme ich mal das. Das ist das Rote. So, das geht auch. Das ist nicht ganz so. Das war einer meiner ersten Versuche. Ja, mal sehen. Ne? So. Scheibenkleister. Ich komme nie daran. Tilly! Hey, Manni! Tilly. Was ist denn? Komm mal her, komm. Tilly! Komm, ich fass mal mit an. Komm, und 1, 2 und runter.
Ei, ei, ei. Oh Gott, was ist denn mit dir? Du hast einen ganz roten Kopf. Drin, ne? Helf mir noch mal mit den Ärmeln. Willst du da wirklich rein? Nein, ich will da raus. Du willst, wollte ich gerade sagen. Wenn du so wahnsinnig, Mensch, ich will da raus. Komm her, ich helfe noch mal mit den Ärmeln. Eins, zwei und... Oh, das ist ja... So, den Rest kriege ich alleine. Oh, mein Mann, Mann, Mann. Oh. Ist ein bisschen klein, ne? Du hast es zu heiß gewaschen. Ach so. Ja, du hast sie in den Kochwasgang gekriegt. Glaubst oder so. Mhm. Ja. Ach so, ich hab Schuld. Ja. Mhm. Glaubst du das wirklich? Ach, ich weiß oder nicht. Oder kann vielleicht doch das eine oder andere Schokoladen Kekstückleinchen sich auf deinen Bauch... Ich esse keine Schokoladenkekslein. Nein, du isst richtige Kekse. Ja, Schokokekse heißt das. Ich glaube, du bist ein bisschen plüschiger geworden. Boah, aber sag mir nicht sowas. Komm, das ist nach Weihnachten und zur Winterszeit und so. Yeah. Das ist normal. Aber ja, neulich schon mit den Kindern drüber gesprochen. So ist es. Aber was machst du denn? Warum hast du hier die ganzen T-Shirts? Sag mal, das ist ja eine richtige Menge, ne? Wenn man das so ich habe die so anprobiert, weil ich sehen wollte, was für einen Sommer gut ist. Ah, für den Sommer schon. Bereitest du dich schon auf den Sommer vor? Ja. Ja, ich habe ja auch schon wieder Flipflops an. Sehe ich schon, ja. Also du bringst dich in Sommerstimmung. Ja, weißt du, ich habe überlegt, ich bin ja eine Ratte. Ja. Und ich bin ein Stofftier. Und ich bin das irgendwie gewöhnt, dass ich die Hälfte der Zeit nackig rumlaufe. Mhm. Ich mag ja Kleidung wirklich auch ganz gern. Mhm. So, wenn ich irgendwo hin will oder wenn ich mit Malaika, ich will ja mit Malaika auch weggehen und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ja. Das ist ein besonderer Anlass, ne? Ja. Da willst du auch besonders schick aussehen. Ja. Ne? Hm. Am liebsten würde ich gar nichts anziehen. Ja, ich weiß aber nicht, auch Malaika macht sich ja auch mal schick. Ja, ne? Und dann habe ich gedacht, Malaika macht sich so hübsch. Ich muss auch gut aussehen. Ja, so. Was meinst du denn? Was würde denn dazu passen? Also, eine Hose musst du anziehen, klar. Ja, das vergesse ich auch manchmal. Aber du hast doch hier so eine schicke Jeans. Hast du noch so eine ganz neue noch, diese ganz, ganz edel aus? Guck mal, die hier. Ja, die sieht auch gut aus. Die sieht gut aus. Und dazu denn auch ein neues schickes T-Shirt? Ja. Mhm. Ja. Ich habe so ein ganz edles, nur in weiß. Oh, schick. Das habe ich von Annika geschenkt bekommen. Ja. Das ist dann sozusagen so die schicke Hose und das schicke T-Shirt für besondere Anlässe. Und da ist nichts drauf. Das ist natürlich, wir haben das gekauft, da hat Annika gesagt, da können wir dann später was draufbügeln oder was draufmalen oder so, wenn ich will. Oder ich ziehe es so an. Guck mal. Also mal so anziehen, und das sieht schick aus. Ja, ne? Ja, das sieht schick aus. Aber da siehst du, du weißt ja, dass auch Annika und ich, wir haben, wenn wir weggehen oder irgendwo eingeladen sind, dann ziehe ich manchmal einen Anzug an und Annika macht sich dann auch schick. Und so sind also Kleidung ist immer, seitdem es Menschen gibt, hat Kleidung immer eine besondere Bedeutung. Ja, ne? Und weißt du noch, als wir bei Frau Lai und der Schüttelkinder, als wir da in dem schicken Hotel eingeladen waren? Da hatten wir uns beide so richtig aber schick so, gemacht. Ne? Noch ein bisschen Parfum draufgelegt und so. Und die ganzen anderen Menschen, die da waren, haben sich genauso schick gemacht. Ja, die waren auch alle im Anzug. Genau. Und das haben wir ja deswegen gemacht, weil es ein besonderer Anlass war. Ja. Und weil wir uns auch damit, wie soll ich sagen, bei Frau Lai und der Stiftung Kinderehre bedanken wollten für die Einladung. Das macht man auch mit Kleidung. Das ne? macht man auch mit Kleidung. Du, Kleidung, ist, da kann dir Annika auch noch ganz viel von erzählen. Die hat das ja auch studiert. Ne? Die hat, kennt sie da richtig mit aus. Aber, denk mal dran, Polizisten zum Beispiel, Uniform oder auch Soldaten, da hat deren Kleidung eine besondere Bedeutung, weil da kannst du schon sehen, komm mal, das ist ein ganz wichtiger, der hat den und den Rang und der ist so und so. Also Leute, die sich damit auskennen, können an der Kleidung schon sehen, welche Position hat der. Ja, aber Annika hat gesagt, Kleidung ist auch oft eine Sache des Respektes. Mhm. Also, dass du das... Also, dass man mit Kleidung Respekt zeigt. Mhm. Also, dass wenn man sich hübsch macht, wie bei Frau Lai, dass man ihr gegenüber Respekt zeigt. So ist es, genau. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite, dass eben Leute auch Respekt wollen. Ja. Also, wie jetzt zum Beispiel ein Polizist. Ja, genau. Oder ich weiß, was ich halt ja manchmal so vorträge, ne? Ja. Vor vielen Menschen.
Und da ziehe ich schon meistens meinen Anzug an. Yeah. Weil ich habe keine Lust, dass die Leute erstmal überlegen, warum hat er eine Jeans und ein T-Shirt an? Was soll das denn? Und die irritiert sind, sondern ich möchte gerne, dass sie gleich auf das hören, was ich sage und sich nicht über meine Kleidung erstmal Gedanken machen. So. Yeah. Also du siehst, es hat schon seinen Sinn, weswegen viele Menschen sich auch vorher überlegen, was sie anziehen wollen und was sie nicht anziehen wollen, aber mein lieber Manni, das Wichtigste ist, dass du dich in deiner Kleidung wohlfühlst. Ja, ne? Ja. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich werde immer ganz wussig, wenn das zu eng ist oder wenn das kniept und wenn ich nicht laufen kann und so. Das ist. Aber nun bin ich ja auch noch klein. Du wächst noch und du hast ja schon so deinen bestimmten Kleidungsstil. Ja. Also das gehört eigentlich dazu, dein T-Shirt mit irgendwas Schicken drauf. Deine Jeans oder manchmal auch nur eine halbe Jeans, je nachdem. Ja, die ziehe ich am liebsten an. Na, diese halben Jeans mit einer Tasse auf der Seite. Ganz genau. Und dann natürlich, wenn es wärmer wird, sowieso Flipflops. Ja. So, das ist Money-Style. Das ist mein Money-Style. Ja. Und dazu deine kleine Mütze. So, genau. Das liebe ich. Finde ich total klasse. So. Und das ist auch toll. Und da kannst du mit in die Schule gehen, da kannst du mit spielen gehen, da kannst du so. Das ist schön. Und da kann ich auch mal richtig loslaufen. Jetzt stelle ich die Flipflops in die Ecke und dann kann ich richtig losturnen und loslaufen. Und weißt du, wenn da mal was kaputt geht oder beim Spielen gehen, das ist nicht so schlimm. Das ist natürlich bei anderen, es gibt Eltern, die wollen zum Beispiel, dass ihre Kinder ganz teure Sachen tragen. So. Ja. Man nennt das Markenklamotten. Die haben dann, kommt von einer bestimmten Firma. Ja, genau. Und da kostet eine Jeans auf einmal das Doppelte. Wir haben ja in der Klasse eine, die Sabine, die Mutter, die sagt immer, du kriegst nur sowas, solltest nur sowas tragen. Und dann hat sie Jeans und so T-Shirts in rosa und so. Und sie mag eigentlich gar keinen rosa. Aber die Mutter möchte das ganz gerne. Das gibt Eltern, die sagen wirklich, nein, mein Kind bekommt nur diese teuren Markenklamotten, weil ich möchte, dass mein Kind besonders schön aussieht und ich möchte, dass mein Kind besonders wertvoll und ich weiß nicht, was klug und sonst was aussieht. Ich fände es merkwürdig. Aber man kann damit gar nicht richtig losspielen. So, und darum geht's. Wenn da so ein T-Shirt 40, 50 Euro kostet, und dann sagt Sabine mal, ich darf mich nicht smutzig machen. So. Und dann habe ich schon immer gesagt, das ist auch albern. Weißt du was? Wir parken hier irgendein altes T-Shirt und das ziehst du dann einfach an. Das macht sie dann immer, wenn wir Sport haben oder Pause. Ja. Dann zieht sie das olle T-Shirt an. Oh, ja. Das interessiert dann überhaupt niemanden, ob sie es dreckig wird. Ihr seid klug. Ja, aber weißt du was? Die anderen Mädchen fangen jetzt an. Und sagen, eigentlich sieht das ja schick aus. Also ich will sowas auch haben. Und nicht jeder hat das Geld auch zu Hause, dann für so ein T-Shirt 40, 50 Euro auszugeben. Und ihr seid Kinder, das heißt, ihr wächst noch, ihr spielt, ihr dürft euch auch dreckig machen, das gehört mit dazu. Aber da siehst du, die Rolle der Eltern ist da ganz wichtig, ne? Den Kindern ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt die Marke XY ist oder eine ohne großen Namen, nur Name nennt man das. Das wollen die Eltern. Da muss man aufpassen. Wie nennt man das? No Name, also kein Name, kein. Also ist Englisch, oder was? Das ist Englisch, genau. Das wie ist nennst also du das? No Name. Also N-O und der Name wird auf Englisch Name ausgesprochen. Aha, No Name. Also das ist, wenn das nicht von so einem berühmten Mode Menschen da genau, ist. Weil bei diesem berühmten Modemenschen musst du allein, dass der seinen Namen für diese Jeans hergibt, musst du schon alleine deswegen schon viel, viel mehr Geld. Aber das finde ich eben doof. Es geht um dich, es geht um die Kinder und die Kinder sollen sich wohlfühlen. Ja. Und ich finde es auch gut, wenn du zum Beispiel, wir mischen uns ja eigentlich auch nicht rein, wenn du was anziehst, es sei denn, es ist draußen richtig kalt und du willst wieder mit deinen Flipflops. Das verstehe ich immer nicht. Weil du dann dich erkältest, dann wirst du krank und dann geht es dir nicht gut. Nee. Ja, das stimmt vielleicht. Aber sonst hast du schon die Wahlfreiheit, was du anziehen willst. Ja.
Ja, ich habe ja auch so sicke neue Stiefel. Ja, ja. Ah, ja, stimmt, ja. Ja, ja, so Winterstiefelchen. Mit Socken. Ne? Mit Socken sogar. Ja, richtig schick. Und das ist schön, also als das jetzt so ganz kalt war, waren die klasse. Ne? Genau. Und so ist es. Also Kleidung ist wichtig und Kleidung gerade für Kinder, für Erwachsene aber genauso. Das soll dein Stil sein. Du sollst dich drin wohlfühlen. Und Manfred, du hast dein, wirklich, du hast dein Stil und das ist toll. Und für besondere Anlässe. Glück. Ja. Du weißt, weil ich kann Oma Renate oder Annika sagen, was ich toll finde oder was ich witzig finde. Und die sind ja auch so verrückt. Die sagen dann, oh, es ist eine super Idee. Ja. Und dann, und dann sie wird er losgemacht. Ja, und genau. Dann aber gemessen und dann kriege ich mein T-Shirt, du. Überleg mal, und zwar genau ein T-Shirt genau in deiner Größe. Ja. Genau auf deinen Luxuskörper geschneidert. Ja, und dann kommst du und wärst das zu heiß. Ja, und dann ist es hin. Ja. Na gut, wir gucken mal, wenn wir beide gehen ja weiterhin laufen, ne, und machen ein bisschen Sport, achten auf unsere Ernährung, mal sehen, ob das T-Shirt dann irgendwann mal wieder passen würde. Ja. Wäre doch aber toll. Du läufst nicht schnell genug. Ich habe dir gesagt, als ich im Rucksack saß, lauf schneller. Das war eigentlich auch so gedacht, dass du mitläufst, mein Lieber. Aber das ist ein anderes Thema. Ach, weißt du. Ja, ich weiß, ich muss mich auch ein bisschen bewegen. Aber das war so kalt. Ja, ist auch und dann war das so matschig. Ja. Da hatte der kleine Manni ein bisschen Angst, dass er da im Modder versickert. Genau. Gibt immer einen Grund, nicht zu laufen. Ne? Ja, genau. Ach, wie schön. Also du weißt jetzt, was du anziehen willst? Ist das jetzt klar für dich? Ja, ich ziehe das. Wenn du findest, dass das gut aussieht, die neue Jeans und das neue ganz lichte weiße T-Shirt. Sieht edel aus, finde ich schick. Und das ist immer noch Manni-Style. Ja, ne? Ja. Und wenn du da mit Malaika dann unterwegs bist, toll. Ja, ja. Weißt du, sie hat mir zu Weihnachten ja eine Kette geschenkt. Mm. Die hat sie selber gemacht. Da hat ihr Vater ihr gezeigt, wie man in Afrika Ketten macht. Und dann hat sie die auch gemacht. Ob ich das obendrum mache? Unbedingt. Da freut sie sich. Unbedingt. Ne? Das heißt, ich habe die Jeans an, das weiße T-Shirt und um den Hals habe ich dann ihre tolle Kette, die sie selber gemacht hat. Mehr geht nicht. Nee. Das muss ihr gefallen. Ne? Absolut. Und da geht es auch nochmal, das hatten wir vorhin schon gesagt, du sollst dich wohlfühlen, aber du möchtest auch gerne, dass derjenige oder diejenige wie Malaika sich dadurch, dass du dich besonders schick machst, dann auch wohlfühlt. Das ist, wird dann ein besonderer, es ist für einen besonderen Anlass. Yeah. Und einige Kleidung sind für besondere Anlässe. Die zieht man nicht jeden Tag an. Weil wir wollen ja zusammen Eis essen gehen. Oh ja, okay. Ja. Nun habe ich gedacht, bei dem Wetter Eis essen ist vielleicht nicht so gut. Aber in dem gleichen, es ist ja ein Café, da gibt es ja auch Kuchen und Schokolade. Ja, vielleicht sogar einen Schokokeks. Ja, weiß ich nicht. Und Schokolade. Also ich gucke mal in meinen Spaßwein, ob ich noch ein bisschen mehr habe, weil ich möchte sie ja auch einladen. Wenn das zu knapp ist, dann sagst du mir Bescheid. Ist so knapp. Nein, ich glaube, das habe ich. Ich möchte bloß, ich habe bloß Angst immer, oh, dann kann ich mich immer gar nicht aufs Essen konzentrieren oder so. Ich habe dann immer so eine Angst, ob das dann zu viel ist, was dabei rauskommt. Weil ich möchte ja auch sagen, du kannst dir gerne noch eine Selta oder einen Saft bestellen. So, wir machen das mal so. Ich gebe dir einfach noch ein paar Euro als Reserve. Wenn du die nicht brauchst, gibst du sie mir wieder. Ja. Und wenn du aber das Gefühl hast, Malaika möchte noch gerne irgendwie eine Selta oder sowas trinken oder einen zweiten Kakao, dann kannst du das machen. Also ich bestelle mir nichts Zweites. Nur Malaika. Ich möchte, dass ihr da einen schönen Nachmittag habt. So. Das freut mich auch. Na? Also von daher kannst du. Ja, ich bin sparsam. Weiß ich. Also von daher kannst du das gerne annehmen. Darf ich? Ja, das. Oh, du bist ein Schatz. Ich weiß. Aber ich plündere trotzdem meinen Spaßwein. Na klar. Weil ich, aber ich, kennst du das, diese Angst, dass du denkst, oh.
kommt ja. da jetzt zusammen? Und das wäre so richtig peinlich, ja, wenn du nachher sagen kannst, ich habe das Geld nicht. Und zu sagen, Mensch, ich komme nicht ganz hin. Nee. Und sie muss es dann doch selber bezahlen. Um Gottes Willen, nein, nein. Obwohl sie macht meistens Theater und das kommt gar nicht in die Tüte. Ich kann meinen Kakao selber bezahlen. Und ich würde dir raten, dass du gleich am Anfang, wenn du mit Malaika dann da sitzt, dass du sagst, Malaika, und da gibt es jetzt keine Diskussion. Ja. Ich bezahle. Punkt. Du bist eingeladen. Du bist eingeladen. Das ist eine gute Idee. Und das machst du, bevor ihr was bestellt, sagst du ihr, du bist eingeladen. Weil damit stellt sie immer nicht. Das kenne ich von dieses Theater. Okay. Also da haben wir ein paar Probleme. Weil sie ist eben so. Sie sagt, wir sind beide gleich alt, wir gehen in die gleiche Klasse. Mhm. Ja, und sie ist, wir nennen das emanzipiert. Ja. Yeah. Das heißt, sie sagt, egal, du bist eben halt, ne, du bist Manfred, ich bin Malaika, aber wir beide sind eigentlich gleich. So, egal ob Mädchen oder Junge, wir sind eben gleich und das ist toll. Dann habe ich gesagt, wir sind aber nicht gleich. Ich finde dich so toll und ich möchte dir was Gutes tun. Ich möchte mal für dich da sein. Mhm. Und möchte für dich mal was tun. Und ja, und ich möchte dich so gern mal einladen. Und das muss sie vielleicht auch verstehen, dass sie dir auch damit eine Freude bereitet, wenn sie sich einladen lässt. Vielleicht kannst du ihr das auch nochmal sagen, ne? dass sie dir eine Freude macht, wenn sie ihm nicht sagt, nee, sondern wenn sie dann die Einladung annimmt und dann vielleicht auch noch einen zweiten Schokokeks auf deine Rechnung ist. Ja, weil ich freue mich darüber. Ja. Und sie weiß ganz genau, dass ich damit nicht in der Schule rumprahle. Mhm. Das machen ja andere. Oh, ja. Ich habe sowieso eingeladen und so. Na. Das würde ich nie tun. Na. Ach, mein Lieber. Ja, jetzt sind wir von Kleidung über Malaika und Schokokekse. Ah, alles ja, wichtige Themen. Ja, aber es gehört eben zusammen. Es gehört alles dazu. Gehört alles dazu, weil normal Kleidung gibt immer ein Signal. Es zeigt immer, was gerade in dir vorgeht, warum du dich auch gerade jetzt so schick gemacht hast. Und Malaika ist ein gutes Beispiel dafür, dass man da eben seine bessere Jeans und sein schönes weißes T-Shirt anziehen kann. Ja. Es gibt aber auch eine richtige Modeszene, das weißt du ja vielleicht, ne, die so von ganz bekannten Modemachern, Modedesignern, die dann auch so große Modenschaus Chanel. Na, hast du schon gehört, ne? Der Annika guckt sich das doch immer an, so im Fernsehen, Video. Ne? Ja, im Video, genau. Mhm. Und ich habe das, weil wir gerade so dabei sind, was hältst du davon, wenn wir mal uns eine Modenschau bei uns im Kopf angucken? Kissenzeit! So ist es. Kissenzeit, Leute, ab geht's. Und jetzt aber auf die Kissen. Bitte, fängst du wieder an? Ja. Aber wollen wir erstmal was trinken? Komm, erstmal. Ja, wir trinken jetzt erstmal. Weil so das viel ist wichtig, ab und zu was zu trinken. Unbedingt. Weil ich hab's vom Fusseln im Mund. Hm. Ich hab die Kinder überhaupt nicht richtig begrüßt. Doch. Nein, ich hab in meinem T-Shirt festgesteckt. Ach ja, ja, dann ging es nur. Und ich wollte heute doch eigentlich einige Kinder grüßen. Dann mach doch jetzt noch. Ja. Wen wolltest du dann grüßen? Ach, ich wollte verschiedene Kinder grüßen. Ich wollte Emilia grüßen und ich wollte Sandra grüßen und ich wollte Silvia grüßen und Lenny, den kleinen Lenny und ja, Henry habe ich lange nicht gegrüßt und Elin habe ich auch nicht gegrüßt. So. So, okay. Ja. Und die andere Hälfte kommt nächste Woche. Ja, so. Aber ich habe so, als ich abends im Bettchen lag, habe ich so gedacht, ich habe so tolle Fans. Die machen so süße Sachen und die schreiben und die schicken Fotos und so. Dann habe ich gedacht, du grüßt die viel zu selten. Du sagst viel zu selten Danke. Ja. Das wollte ich eigentlich mal tun. Toll. Ja. Yeah. Ne? So. Schön, ist angekommen bestimmt und jetzt fängst du wieder an, ne? Ja. Wie machst du das mit also, der Entspannung? Ihr Lieben, ganz entspannt seid ihr jetzt. Ihr setzt euch irgendwo hin, wo ihr richtig schön entspannt sitzen oder liegen könnt. Kann überall sein, auf dem Fußboden, im Bett,
auf einer Matratze, auf dem Sofa, auf dem Stuhl, wo ihr euch wohlfühlt. Und dann macht ihr die Augen zu und spürt, wie euer Po und euer Rücken und Kopf so richtig ganz entspannt darauf liegen, worauf ihr gerade liegt, ne? Und jetzt fangt ihr an, eure Atemzüge zu zählen. Ihr atmet ein durch die Nase und aus durch den Mund und sagt eins im Kopf. Ihr atmet ein durch die Nase und aus durch den Mund und sagt zwei im Kopf. Und das macht ihr weiter, bis ihr bei 10 seid. Ganz genau. Und dann fangt ihr wieder an. Und ihr werdet merken, dass ihr mit jedem Atemzug immer ruhiger und entspannter werdet. Vielleicht merkt ihr sogar, dass ihr ein Gefühl von Wärme und von Schwere und von Ruhe habt. Und diese angenehme Schwere, Wärme und Ruhe breitet sich in eurem ganzen Körper aus. Vom Kopf bis zum Fuß spürt ihr diese angenehme Art von Entspannung. Und mögliche Gedanken oder Sorgen spielen jetzt im Moment überhaupt keine Rolle. Und in dieser angenehmen Form von Entspannung führe ich euch zusammen mit Manfred in eine Modenschau. Und zwar eine Modenschau, die in einem großen Hotel stattfindet. Und ihr seht ganz viele Leute, die reden, und ganz viele Menschen, die gut duften und toll aussehen. Und Manfred ist in dem Bereich, wo die ganzen Models sind, wo die ganzen schönen Kleider hängen, die sie dann anziehen werden. Oh ja, und da kommt ja auch schon der Modedesigner, der bekannte Charlie Lagerfeld. Ah, wer bist du denn? Ah, was bist du denn für einer? Bist du hier ein Model oder? Ah, ich habe von dir gehört. Ah, ja, du bist ja. Wie also, heißt du noch? Ich bin Manfred. Ah ja, so war ja der Name. Ja, Manfred, den Schurz. Habe ich total vergessen. Ja, also hier Manfred. Ach ja, ja, du bist ja ein bisschen klein gebaut und auch ein bisschen runter, aber ist egal, das geht schon hin. Ich habe hier eine wunderschöne Kleidung für dich gezaubert mit meinen goldenen Händen. Ja, ein Designer-Modestück extra auf deinen Körper genäht. Ja, es ist Haute Couture, mein Lieber. Haute Couture, es ist wunderschön. So, hier, komm. Komm, zieh mal an, wie siehst du denn da drin aus? Naja, man kann ja nichts machen. Also es ist, weißt du, ich habe ja heutzutage, meine Modenschau läuft unter dem Motto Diversity. Das heißt, jeder ist anders, jeder. Und Charlie Lagerfeld hat für jeden die wunderschöne Traumkleidung, die Traumgarderobe. Und also auch für dich, du kleine, wie heißt du noch gerade, wie war noch dein Name? Manfred. Manfred. Also, ich bin eine kleine Stoffratte. Ja,
das ist ja egal. Also du bist jetzt hier mein Model und Manfred, du gehst gleich, wenn die Musik beginnt, gehst du gleich raus hier, auch durch diesen Vorhang und da ist der Catwalk, das ist der Laufsteg. Da gehst du mit dieser wunderschön von mir designten Kleidung, gehst du einmal nach vorne, post ein bisschen, drehst dich nach links, drehst dich nach rechts, lächelst und gehst dann wieder zurück. Entschuldige bitte mal, was heißt denn post? Ach, das kennst du doch, komm und still. Das heißt, du das gehst... Das kenn ich nicht. Ach Gott, immer diese Anfänger, so grauenhaft. Also du gehst mit dieser wunderschönen, tollen, von mir designten Kleidung, gehst du und dann bleibst du stehen und guckst einmal nach links, guckst einmal nach rechts, lächelst. Da sind lauter Fotografen, Film, Fernsehen, wichtige Leute, alle gucken auf dich und dann gehst du wieder zurück. Die sehen mich alle in dieser aber komischen selbstverständlich, Klamotte. In dieser wunderschönen, von mir designten... Entschuldigung. Also das ist ganz toll. Also, so, Kinders, komm, kümmert euch um diesen, wie hast du noch gleich? Manfred! Kümmert euch um diesen, um diese Ratte da und ja, Manfred, mach mir keine Schande, verstehst du? Ja, und toi, toi, toi. Und also Leute, und er braucht noch High Heels hier. Ich zieh Flipflops du an. Du ziehst an, was ich dir sage, was du anziehen sollst. Ich bin hier, ich bin Charlie Lagerfeld, ich bin der weltberühmte Designer. Also, du ziehst keine Flipflops an, hier auf mein Walk, auf mein Catwalk, komm nur Mensch, Mensch, da falle ich doch so, um. So, Kinders, los geht's. Wir haben nach 2 Minuten, komm, zieht diese Ratte, zieht sie mal an. Oh mein Gott. Ach. So, Kinders, wer hat noch was? Wo muss ich noch gucken? Ah, du, ja. Oh, jetzt muss ich in diese Klamotte, Entschuldigung, Hannelore, Entschuldigung, in dieses, was hat die andere da vorhin gesagt? Kreation. Ei. Oh, ich komme da gar nicht ran. Hilfe, ich brauche irgendwo Hilfe hier. Oh, und Tilly ist nirgends und ich bin ganz allein mit diesem Wilden hier. Das ist ja furchtbar. So, es geht gleich los, Kinder. Ich komme nicht rein in die Stink. Was, natürlich, komm her, ich helfe dir. Komm her. Au. Ja, halt die Luft an, zieh den Bauch ein. Ich muss doch nicht wieder hinziehen. Ah, ist mir egal, aber du siehst wunderschön aus, du. Das ist ganz toll. So, nein. Leute, es geht, seid ihr alle hier an einer Reihe aufstellen und Manfred eröffnet diese wunderschöne Modenschau. Ich hab noch dran. Was? Ah, Kinders, los, wer hat jetzt schnell Manfred rein in die Haie? Nein! So, doch! Komm und links und rechts, zeig dein Füßchen. Egal, und die Musik beginnt. Und Manfred, geh jetzt raus. Viel Glück und los geht's! Eieieiei, ich mach mich hier zum Trottel. Das ist ja grauenvoll. Das ist ja toll. Die fotografieren alle mich. Oh, ich dreh mich nochmal. Ja, ihr wollt mich von der Seite sehen. Na, das könnt ihr doch. Hallo, ich bin Manfred. Ich bin die weltberühmte Stoppratte. Guck mal, ich sehe von links gut aus. Und von rechts. Und wenn ich gehe, ich glaube, ich drehe mich nochmal um. Hallo, ich wink nochmal. Ach, ich komme nochmal zurück. Manfred, komm raus. Ich sehe so gut aus. Manfred, komm. Guck mal, halt die Klappe. Wunderbar. Manfred, die anderen wollen auch. Das interessiert mich nicht. Guck mal, ja. Manfred, kommst du jetzt raus? Nein. Guck mal, ja, wollt ihr noch mal ein Foto? Ich kann mich auch hinlegen. Ich verpasse dich, Manfred. Hallo, Charlie. Wolltest du was von mir? Komm jetzt raus. Oh, Leute, ich hol mal Manfred vom Catwalk. So hallo, schön, ja. Hallo. So, Manfred, jetzt komm endlich raus. Oh mein Gott. Du warst brillant, Manfred. Ich bin stolz auf dich. Ich bin ein Naturtalent. Du bist ein Naturtalent. Du bist ein richtiges Model, aber du kostest meine Nerven, Manfred.
Ich bin vollkommen fett, aber du warst gut. Du warst sehr gut. Oh, du warst so formidable. Du bist ein Star ist ja, born. Ja. Aber ich bin vollkommen fertig. Komm, Manni, wir gehen da hinten aufs Sofa. Komm. Oh, ich muss mich ausruhen, meine Güte. Ich bin auch fix und fertig. Boah. Ist das immer so anstrengend? Vor allen Dingen, ich muss aus diesem Swoon raus. Ja, sag mal, was ist dir denn da eingefallen? Ja, das trägt man so bei Modenschauen. Oh, das trägt man tut einem ja alles weh. So, komm, setz dich hin, ich zieh dir die Schürchen aus, komm mal her. Komm. Oh. So. Oh. Ah, na, besser? Oh, danke. Oh, bitte, komm hier. Möchtest du auch einen Schluck Wasser oder einen Schluck Champagner oder nee, was möchtest du? Ich trinke einfach nur einen Schluck Wasser. Ja. Champagner ist nicht meins. Ach, du bist weißt du. Weißt du, das hat aber Spaß gemacht. Ja, du bist geboren für den Laufsteg, Manfred. Ah, oh, ich werde dich kleiden in die wunderschönsten Kleidung. Das wird ein Gedicht werden. Was, ich trage ja gerne Jeans, ne? Du eroberst die Welt mit meiner Kleidung, ja. Oh, weißt du, das kannst du alles machen, morgen. Ja, lass uns erstmal kommen. Ich würde jetzt erstmal fix und foxy. Oh, ich auch, komm. Komm, lass die anderen, das läuft alles. Lass uns mal 5 Minuten mal kurz machen. Ja, mal ein ganz bisschen kurz mal die Augen zumachen, oh, bitte. Bitte. Ja. Oh Gott. Ah, Sally, du bist gar nicht so doof, wie ich es dachte. Ah, danke, Manfred. Oh, meine Nerven, ich werde wahnsinnig. Oh, ja. Aber du warst gut. Du warst so gut. Du warst formidable. Das freut mich. Dann ging das ja doch noch gut. Und ich hatte ja solche Angst. Das war ein Traum. Och, ich träume von Manfred. Ach. Mann, bin ich K.O.